Was ist der Unterschied zwischen einem Fuckboy und Jesus? Alter! Und Bach fließt so auf mein Bein. Na, ich hab mich selbst angerotzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Zweitkanal, nämlich Riso. Ja. Roffel. Riso, ja, Roffelmann. Heute gibt es was ganz Besonderes. Ich habe nämlich zwei sehr besondere Gäste hier. Das ist Julia und der Ju. Ich hasse dieses Format. Weißt du, worauf du dich eingelassen hast? Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Heute spielen wir die Flachwitze-Challenge nicht zu zweit, sondern zu dritt. Das heißt, ich lese die Witze vor, die beiden spucken sich an. Aber sobald dann ein großes Anspucken war, switchen wir. Das heißt, jeder spuckt mal jeden an. Dann befüllt eure Mäuler. Scheiße, ich muss jetzt schon lachen. Gesundheit. Ey, warum sitze ich vor Julia? Die lacht doch schon so. Komm, Julia. Ey. Nein! Sollen wir nicht anfangen? Julia, möchtest du erstmal die Frage stellen? Ja. Erstmal rein. Witz erzählen. Du kannst ja nur lachen. Schön. Ich habe extra nach unten gezielt. Also, okay. Los. Ich bin so unentschlossen. Als japanischer Krieger wäre ich ein Ninja. Was? Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Günther Lauch. Boah, was? Ich hab ich den Fernseher getroffen? Er ist komplett nass bis oben. Ey, das tut mir leid. Hab ich dich auch getroffen? Natürlich, das ist das richtig. Okay, ja, wir können jetzt tauschen. Ey, Julia, ich krieg's so ab bei dir. Sie sagte, sie will 30 cm und so. Was? Und es soll wehtun. Was? Stopp. Okay. Oh mein Gott, du bist richtig rot. Nochmal. Daraufhin habe ich mein Lineal geholt und schlug sie damit. Witzig war denn nicht. Ich diskutiere nicht mehr mit Dönermann. Du musst doch das lustig finden. Du bist der Game Master. Du musst dich bepissen beim Lachen. LOL! Oh Gott. Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Second Hand Job. Handjob, habe ich gesagt. Einer switchen, ne? Wir müssen switchen. Oh, der ist gut. Damn, ich hasse dich, Wieso. Ich muss mich schon so bepissen, so wie sie aussieht. Guck mal. Sie hat geschluckt. Doch, oder? So, seid ihr bereit für ein paar lustige Witze? Okay, schön aufeinander gucken, nicht nach unten. Du musst ihn anblicken. Vor allen Dingen machst du immer so, als ob das was hilft. Ich verstehe den Move nicht. Was ist das Idealgewicht der Schwiegermutter? 5 Kilo mit Urne. Meine Schritt. Was war das denn? Was ist ein Nazi in Salzsäure? Boah! Oh mein Gott, ich hab Meister. Was ist denn das für ein Setup? Was ist ein Nazi in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ich habe den Rettungssanitätern die falsche Blutgruppe für meine Ex-Freundin genannt. Jetzt wird sie am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden. Ist halt schon ein bisschen menschenverachtend. Mm. Auch. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mogli. Das ist doch nicht witzig! Ey, ich find's sterb lustig. Das ist ein guter Joke. Bitte, du darfst wieder nach hinten. Danke. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers?
Hä? Ja, der Sack, der schwimmt jetzt, ne? Hättest du vorher überlegen sollen, was du für ein Video drehst, ne? Bäm! Guck mal, du! Also, was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Er ist zu weit gegangen! Oh mein Gott! Oh! Ich hab nur so schmerzhafte Witze. Was ist der Unterschied zwischen einem Fuckboy und Jesus? Manchmal ist das Setup halt schon lustig genug. Ich hab das Gefühl, ich ziele irgendwie nach unten und du nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Fuckboy und Jesus? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Mein Schwanz. Einfach so, okay. Mein Schwanz. Oh, nur um hier mal Klartext zu reden. Boah. Hey, ich wollte den Witz zu Ende lesen. Ja, jetzt kannst du gleich. Okay. Ich sitze wieder. Okay, seid ihr ready? Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon. Was war das denn? Der Dick ist das. Was, weißt du, was nass ist? Mein Schwanz. Jetzt erst. Okay, seid ihr ready? Oh mein Gott, das geht. Er leidet so sehr, der Riesen. Weißt du, als ich mit dir gespielt habe, da haben wir nur gelacht bei den Witzen. Ja. Und sie hat jetzt schon viermal mich einfach angesprochen, obwohl noch nicht mal ein Witz kam. Warum bin ich gerade so? Jetzt so, richtig, okay. Mit euch, ich kann an einer Hand abzählen. Sorry. Das ist doch nicht mal ein lustiges Setup. Okay, nochmal. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Wie oft? 7 Mal. Der schnellste Weg, um eine Diskussion zwischen Taubstummen zu beenden, einfach das Licht abdrehen. Super Soaker Extrem! Da läuft gerade Wasser in meinen Schritt. Und zwar Arschwasser. Alter. Ey, das ist nicht von mir, ja? Nochmal hier. TJ, Rassist J. Das war so lustig. Really, das? Rassist Jay. Voll kreativ. Du Rassist Jay. Warum fällt die kleine Anneliese immer von der Schaukel? Weil ich die dumme Fotze runterkicke? Das hast du selber geschrieben. Was ist denn das für ein Joke? Geh mal kurz auf Klo. Warum fliegt die Anneliese von der Schaukel? Aber man hätte nicht damit gerechnet, also. Ich bin echt nass. Okay, jetzt switchen, komm. Okay, wer wohnt? Hallo. Hallo! Das ist das Fiese, ne? Ich habe auch die ganze Zeit Angst gehabt, diese nur anzugucken. Sonst lacht sie wieder. Und der Move bringt sie nur zum Lachen. Warum machst du das? Wie nennt man einen russischen Baum? Baum. Nee, das ist nicht der Joke. Ich dachte, vielleicht ist es lustig. Wie nennt man... Was? Ja, ich dachte, hey, einen russischen Baum nennt man doch auch Baum. So, wieso sollte man den anders nennen? Okay, jetzt aber richtig. Wie nennt man einen russischen Baum? Na, ich hab mich selbst angerotzt. Es gibt... Es gibt einen, den finde ich mega. Okay, aber jetzt erstmal das mit dem russischen Baum. Wie nennt man einen russischen Baum? Dimitri. Ich bin krass enttäuscht von mir. 2 Bomben im Keller. Sagt die eine, komm, lass hochgehen. Ich glaube, wir müssen mal wieder switchen. Also, kann ich? Mhm. Mein Schwanz war mal im Buch der Rekorde. Danach wurde ich aus der Bibliothek geworfen. Es sind so viele asoziale Witze auf diesem Zettel. Ich habe mir die nicht rausgesucht. TJ. Rassist J. Also, ich habe gerade gegen einen Ich kann nicht lesen. Ich habe gerade gegen einen an Parkinson erkrankten Schach gespielt. Eine echte Zitterpartie. Hart asozial, oder? Voll! Was ist lang, vibriert und bringt Frauen zum Schreien? Eine Kettensäge.
anders, als du denkst. Ja, auf dich, Lü! War kein Verständnisproblem. Alter, ich kann nicht. Was ist der kürzeste Witz aller Zeiten? Rhesus Pimmel! Ich wollte gerade sagen, ich kenne den. Aber das war ein Plot-Twist. Okay, ich bin raus. Okay, ich lese jetzt noch die letzten Witze vor. Dann gehen wir alle gemeinsam duschen. Ja, ich bin am Start. Wo ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Springen? Beim Tennis hat man zwei Aufschläge. Ich lese dir auch sehr demotivierend vor, das stimmt. Papa, ich hab... Digga, mein Boden! Was war das? Ja, da bin ich noch nicht der fertige Joke. Oh, Papa, ich hab dich so lieb. Hey, bist du ein Artist? Bin ich für dich immer noch Michael? Was? Das ist viel lustiger, wenn du den Wieso mit einbaust. Was ist der Unterschied zwischen Wieso und einer Raupe? Aus der Raupe wird noch was? Lame. Ich hab einen Hipster ins Bein geschossen. Ihr Topster. Thomas, kannst du einen Satz, den lustigsten Satz von eben vortragen, von deinem Handy? Unge. Unge reimt YouTuber. Unge. Weit gekommen. Ich auch, ja, ich auch. Unge reibt YouTubern Auberginen auf Madeira in Körperöffnung. Warum hast du mich angespuckt? Du hast mich jetzt so ins Ohr. Du auch. Was sollte das? Ja, das waren nur 20%. Wir schaffen den Satz. Und Bach fließt so auf mein Bein. Hallo, ich bin hier gar nicht im Spiel mit drin. Unge schreibt YouTubern Auberginen auf Madeira in Körperöffnungen wie Arschlöcher. Alter! Wir haben ein Wort mehr geschafft. Das war das beste Wort. Ey, das reicht. Ich kann nicht mehr. Das war doch ein schönes Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und geht auf jeden Fall auf das Video, was wir gemacht haben bei Julia und was wir gemacht haben bei Ju. Das klatscht. Das klatscht. Und liken und so. Wäre cool. Bis dann. Mein Schwanz.